Hallo und herzlich willkommen hier bei Moderben Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem heute ganz besonderem Video, zwar eine Produktvorstellung, aber wir stellen heute nicht nur ein Produkt vor, sondern gleich eine ganze Produktpalette. Und das Motto unseres Videos ist, klar, ihr könnt es erkennen, Harry Potter. Hornby hat nämlich jetzt vor einiger Zeit eine ganze Palette an neuen Produkten zum Thema Harry Potter rausgebracht. Ein Startset, viele Gebäude, die auch schon fertig gebaut sind, die werden wir uns natürlich nachher auch anschauen. Eine Soundlog, Waggons und. Das alles, wie gesagt, gleich im Video. Aber zuerst einmal hier die Einleitung. Das heißt, gleich kommt erstmal was zum Vorbild, dann kommt was hier zum Modell. Dann schauen wir uns natürlich in der freien Wildbahn die ganzen Modelle an von den Häusern. Die Soundlog schauen wir uns an, die einzelnen Sounds dazu schauen wir uns an und dann zum Schluss, ihr kennt es, mein Schlusswort. Starten wir mit dem Original dieser Lok, die wir da vorne schon sehen. Die gibt es nämlich im Original auch. Im Original heißt sie allerdings Alton Hall und es ist eine Lok der Hall Class Lokomotivfamilie und sie trägt die Bezeichnung 4-6-0. Sie wurde 1937 von Swindon Railway Works für die Great Western Railway gebaut und war bis 1964 im Dienst. Heute allerdings ist sie ein Museumsstück und steht im National Railway Museum in Shildon. Berühmtheit. Klar, erlangte die Lok durch die ganzen Harry Potter Fans, denn Warner Brothers, die ja damals hinter Harry Potter gesteckt haben, haben eine Filmlok gesucht, die sie praktisch für die Aufnahmen dann auch gebrauchen konnten und sind dann per Zufall auf diese Lok gestoßen und haben sich gedacht, die Lok ist es, die wollen wir haben und sind sozusagen dann an diese Lok herangetreten. Sie war damals ursprünglich in Grün, GWR Grün, so heißt es, lackiert und wurde dann für die Harry Potter Filme auch extra umlackiert in dem Rot, wie wir es jetzt hier sehen. Und das ist ein dunkles Rotbraun bzw. Kastanienrot. Die Nummer hat sie behalten, die 5972. Außer die Beschilderung, die wurde natürlich dann auch geändert von Alton Hall in Hogwarts Castle. Außerdem wurde am Tender das Hogwarts Railway Logo angebracht. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass sie seit 2004 für Museumsfahrten und natürlich auch für spezielle Harry Potter Fantouren genutzt wird, wie natürlich auch für andere Veranstaltungen ist diese Lok mietbar. Vorgesehen ist auch schon seit längerer Zeit die Lok wieder zurückzulackieren in ihr ursprüngliches Farbkleid, nämlich in das grüne Farbkleid. Allerdings wird dieser Termin immer wieder verschoben, weil die Fans an sich lieber dieses Harry Potter Rot gerne hätten. Bei den Personenwagen, die für die Harry Potter Verfilmung genutzt wurden, handelt es sich bei einem sehr bekannten Waggon-Typ, nämlich dem Mark I. Der wurde damals in so ziemlich ganz England verwendet. In den Filmen allerdings war es eine Mischung zwischen FK und BSK. Die Zusammensetzung der Waggons ist im Prinzip bei jedem Film unterschiedlich gewesen. Die hat man sich dann so zusammengesetzt, wie man es da zu dem Zeitpunkt gerade gebraucht hat. Die Wagen hatten eine Farbe damals, die war zufälligerweise genauso rot wie unsere Lok hier. Das heißt, die Farbe von den Waggons hat gestimmt. Lediglich bei der Lok musste man Hand anlegen und diese dann halt in die entsprechende Farbe umlackieren. Bei den Waggons hat das soweit gestimmt. Deswegen konnten die auch so bleiben, denn die waren im Original im Farbton Maroon bei der British Railway London Midland Region von 1965 bis 1967 tatsächlich so im Gebrauch. Das Einzige, was man bei den Waggons für die Filme ändern musste, war das Logo zu ersetzen, nämlich das British Railway Logo zu ersetzen gegen das Hogwarts Express Logo. Und schon hatte man einen Hogwarts Express und konnte damit durch die Harry Potter Filme düsen. So viel also zum Vorbild in der realen Welt. Es gibt aber noch ein paar sehr andere interessante Informationen, nämlich zu der Strecke. Und zwar auch, wo die Originalschauplätze aus den Filmen sich befinden. Die Originalschauplätze zum Harry Potter Film bzw. zu den Harry Potter Filmen, die befinden sich allesamt fast in Schottland. Dort wurde dann halt auch gedreht.
Zu der Strecke an sich gibt es sehr interessante Sachen zu sagen, nämlich, dass man als Harry Potter Fan dorthin reisen kann und tatsächlich mit einem fast gleichen Zug, so wie man ihn in den Filmen sieht, da dann auch fahren kann. Und das ist wirklich sehr interessant. Die Strecke ist circa 70 Kilometer lang. Die einfache Fahrt mit dem, ich sage jetzt mal, Harry Potter Zug dauert circa knapp 2 Stunden. Die Verbindung wurde 1901, sage und schreibe tatsächlich, ja, eröffnet und sollte diesen abgelegenen Teil von Schottland besser halt anbinden und natürlich auch die Versorgung sicherstellen für die Leute, die dort wohnen. Seit 1984 fährt hier der Dampfzug, um einfach den Tourismus in der Gegend anzukurbeln, und die Nachfrage in dieser Region ist seit 2011 so hoch, dass tatsächlich ganze 2 Sonderdampfzüge pro Tag diese Strecke befahren. Diese besondere Strecke mit diesem besonderen Zug hat auch liebevollerweise einen speziellen Namen, nämlich der wird der Jacobite genannt, und das ist im Prinzip eine Nachempfindung des Hogwarts Expresses. Es ist zwar nicht die Original-Filmlok, denn die steht ja, wie wir eben erfahren haben, im Museum. Auch nicht die Original-Filmwaggons, aber es ist im Prinzip 1:1 das gleiche, und deswegen kann man schon von einem Harry Potter-Erlebnis auch sprechen, auch von einem Harry Potter Hogwarts Express, denn mit den Original-Filmaufnahmen fühlt man sich wirklich wie im Film, wenn man die langen, imposanten Strecken dort befährt. Die Strecke ist seit 1985 zwischen Fort William und Mallaig am Start. Dort sind die Züge unterwegs und damals allerdings noch unter dem Namen The West Highlander. Und so viel erst einmal zum Vorbild. Jetzt schauen wir uns nicht alles auf einmal an, sondern im Modell schauen wir uns einfach nur ganz vorne die Lok, die ich auch schon ausgepackt habe. Das ist nämlich die Sound-Lok, und die 4 Waggons, die es als Ergänzung dazu gibt, die schauen wir uns jetzt genauer an im Modell. Und alles andere schauen wir uns dann danach in der freien Wildbahn an, in einem kleinen Szenario. Bei unserem kleinen Modell angekommen, gibt es erst einmal die Vorabinformation. Und zwar, wir haben hier kein Modell in 1:87, sondern wir haben hier ein Modell in der englischen Spurweite 00, das heißt 1:76. Es ist von den Aufbauten her minimal größer als unsere Modelle hier in 1:87, aber ihr seht es hier, ich habe es auf Rocco Geoline Gleis stehen. Es ist absolut kein Problem, mit unserem Gleissystem diese Fahrzeuge fahren zu lassen. Auch die Protokolle von der Technik her, alles kompatibel mit unserer Eisenbahn hier in Deutschland. Wir hier haben die Soundlok, die bereits ab Werk ausgestattet ist mit den passenden Sounds zu dieser Lok, und wir haben die 4 Ergänzungswagen, die es dazu gibt. Es gibt aber noch andere Sachen, zudem auch erst einmal eine schlechte Nachricht für die Wechselstromer hier unter uns. Es gibt diese Lok leider nicht in Wechselstrom, sondern nur in Gleichstrom, einmal in Gleichstrom ohne Sound. Das ist die Artikelnummer 3804. Dann einmal hier die Soundlok ab Werk, die wir hier jetzt auch präsentieren. Das ist die Artikelnummer 3803 TTS. Und dann gibt es noch, für Leute, die überhaupt nichts haben, gibt es ein Tada Startset mit der Artikelnummer R1234. Eine sehr geile Artikelnummer. Zu diesem Startset kommen wir aber gleich noch, was da alles drin ist und so weiter. Alles, das schauen wir uns noch an, keine Sorge. Jetzt erst einmal zu der Soundlok, die wir hier vor uns stehen haben. Also, was haben wir hier? Gleichstrom DCC mit Sound ab Werk. Wir haben 3 Achsen angetrieben, und zwar hier vorne im Haupttriebwerk. Die großen Räder, die sind angetrieben. Alle anderen Achsen laufen nur mit. Im Tender auch keine Achse angetrieben. Wir haben aber hier einen elektrischen Kontakt hier in der Mitte. Der Tender ist mit dem Vorläufer kurz gekuppelt, und im Tender hier hinten befindet sich der Lautsprecher. Der Decoder dazu befindet sich ungefähr hier vorne, dann in der Kesselbüchse, beziehungsweise hier fast unterm Schornstein, da kann man also schon fast drauf schauen. Wir haben an Beleuchtung leider nicht so viel, sondern ich drehe das mal, dann kann die Kamera das besser einfangen. Nur hier vorne eine LED-Leuchte in Warmweiß gehalten. Mehr Licht gibt es hier nicht. Wir haben hier den kleinsten befahrbaren Radius, R2. Also ich denke mal, die Lok wird auf keiner Anlage Probleme haben, um die Kurven zu kommen. Und wir haben hier auch noch einen dreipoligen Motor mit Schwungmasse verbaut, ungefähr hier in diesem Bereich, denn hier die drei
Triebwerksräder, die großen, die werden ja davon angetrieben. An Kupplungen haben wir wieder etwas Exotisches an Bord. Wir haben vorne und hinten Kupplungsaufnahme mit NEM-Kupplungsnormschacht. Aber wir haben hier, ich drehe das nochmal, damit die Kamera das vielleicht nochmal ein bisschen besser draufkriegt, die englische Hakenkupplung wieder. Wir kennen das ja schon aus einem früheren Video von uns mit einem englischen Produkt. Hier also auch wieder die berühmte englische Hakenkupplung. Aber keine Sorge, die kann man ganz einfach, wie bei uns, bei unseren deutschen Lokomotiven, ganz einfach aus diesem Kupplungsschacht rausziehen und eine deutsche Kupplung reinsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Das gleiche haben wir hier vorne auch. Da habe ich die Kupplung allerdings rausgenommen. Hier vorne sehen wir den Kupplungsschacht. Da kann man die beigeliegende Kupplung, die wir jetzt hier im Zurüstbeutel sehen, ganz einfach reinstecken oder natürlich eine deutsche Kupplung. Das ist überhaupt kein Problem. Im Zurüstbeutel selber sind auch noch zwei kleine Röhrchen, die man hier auch auf die Lok anstecken kann. Und dann ist die Lok sozusagen voll zugerüstet. Hier vorne, da ist im Prinzip schon alles fertig zugerüstet. Außer diesen englischen Bremsschlauch, so nenne ich ihn mal, ist da nicht wirklich viel dran verbaut. Ja, das zur Lok. Mit dabei sind noch zwei kleine Heftchen, und zwar einmal ein Heft, wo wir eine kleine Übersicht zu den einzelnen Sounds haben, auf den einzelnen F-Tasten. Das hier ist alles drin erklärt, auf Englisch. Und dann gibt es Hallclass, jetzt wissen wir ja, ne, was das ist. Eine kleine Broschüre mit Pflegehinweisen, keine Sorge, ich werde euch das jetzt mal unten einblenden in groß, dass ihr es auch besser sehen könnt. Da haben wir zum Beispiel hier oben haben wir nochmal Pflegehinweise, wo die Lok gerne mal ein bisschen geschmiert werden möchte. Dann haben wir hier nochmal Informationen, wie wir den Vorläufer demontieren. Hier unten rechts sehen wir auch, dass es sich um eine achtpolige Schnittstelle handelt. Die ist ganz vorne verbaut, also unterm Schornstein, wie ich ja eben schon gesagt habe. Man kann schon fast drauf schauen. Und dann hat man hier auch nochmal Informationen, wie man die elektrische Kupplung zwischen Vorläufer und Tender trennen kann, wenn man den Tender tatsächlich irgendwie mal von der Lok abhaben möchte. Das also zur Lok. Wie gesagt, wir haben hier die Artikelnummer 3803TTS. Die Wagen dazu kann man sich auch komplett frei individuell zusammenstellen, so wie man es gerne haben möchte. Wenn man die Original 4 Ergänzungswagen haben möchte, holt man sich nur die 4. Wenn man mehr haben möchte, holt man sich von dem jeweiligen Wagen einfach mehr. Und man kann je nach Größe seiner Anlage das sehr individuell gestalten. Fangen wir mit den Wagen an. Wir haben hier unten den ersten Ergänzungswagen mit der Artikelnummer 4934, dann haben wir hier oben den Wagen mit der Artikelnummer 4934a. Hier oben geht es weiter mit 4935 und hier ganz oben ist es dann die 4935a. Ja, Freunde, so viel also zu diesen wunderschönen Sachen. Ich habe euch eben von dem Startset erzählt, das schauen wir uns jetzt natürlich an und danach reisen wir in unser kleines Harry Potter Land. Da werden wir auch nochmal die gesamten Gebäude sehen, die ich ja eben hier mit alle aufgebaut habe. Die haben wir auch da schön drapiert zu einem kleinen, wie eben schon gesagt, Harry Potter Land und da reisen wir gleich hin. Aber jetzt erst einmal schauen wir uns das Startset genauer an.
Wie versprochen, wir schauen uns das Startset nun ein wenig genauer an und wir machen direkt ein Unboxing-Video, denn wir schauen uns jetzt mal an, was sich hier so drin befindet. Was bekommt man, wenn man sich ein Startset von Harry Potter kauft? Das Ganze ist relativ übersichtlich. Wir haben hier, das kennt man, Anleitung. Es ist im Prinzip die gleiche Anleitung, wie wir sie gerade bei der Soundlock hatten. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht über die Hornby-Produkte und Sicherheitshinweise. Also das ist, wie gesagt, 1:1 das gleiche wie eben bei der Soundlock. So, dann haben wir einen Aufgleiser mit dabei, wo man die Züge relativ einfach aufs Gleis aufsetzen kann. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ich hole das mal raus, wir haben hier ein Gleisoval, das ist unser Radius R3. Dann haben wir hier die geraden Stücke dabei. Wir haben hier eine Weiche mit dabei, wo wir halt auch mal ein wenig rangieren können. Und das Ganze funktioniert wie folgt. Also man setzt das Gleis hier hin, setzt den Aufgleiser so hier drauf, der Waggon hier drauf und der rollt dann automatisch auf das Gleis. Und er ist aufgegleist, wie der Name schon sagt. Also das Gleisoval dabei, der Aufgleiser dabei. Wir haben zwei Waggons dabei. Papier weg. Das ist Nummer 1. Und das hier ist Nummer 2. Weg damit. Und dann kommen wir zum Wichtigsten natürlich, unsere Lokomotive. Na, ich pack's sie mal aus, vorsichtig. Tada. Und ihr seht, es ist im Prinzip, jetzt sträubt sie sich ein wenig, 1:1 die gleiche, wie wir sie gerade hatten. Halt nur analog, das heißt, sie hat keinen Sounddecoder, keinen Decoder verbaut. Das muss man dann auch selber machen. Dafür ist sie natürlich im Gesamten etwas günstiger. Was ist noch mit dabei? Wir haben einmal die Control Unit, womit man den Zug steuern kann. Das heißt, vorwärts Gas geben, hier wechseln, rückwärts Gas geben. Dann haben wir für das Abstellgleis, wofür wir die Weiche brauchen, dann einen Prellbock, der wird einfach auf das Gleis aufgesteckt und verhakt sich dann noch da gleichzeitig. Und natürlich das passende Netzteil für die Control Unit, wo dann halt auch Strom hier hinten mit einem Kabel dann auf das Gleis gegeben wird. Wir haben hier auch den passenden Anschluss, das heißt einmal hier und hier wird dann mit solchen Klemmen die Control Unit angeschlossen. Das Gleis wird mit Strom versorgt und man kann Gas geben. Was noch mit dabei ist, ist ein kleines Zurüstbeutelchen. Genau wie bei der Soundlock haben wir halt noch die zwei Rohre, die wir hier als Zurüstung dran setzen können und die zweite Hakenkupplung für hier vorne an der Front der Lok, wenn man da tatsächlich auch nochmal Waggons anhängen möchte. Das heißt, wenn man wie zum Beispiel in Schottland vorbildgerecht einmal ziehen oder einmal schieben möchte. Das also alles beim Startset dabei. Die Lok lassen wir natürlich nicht fahren. Als Beispiel dafür werden wir jetzt natürlich die Soundlok fahren lassen, wo wir uns natürlich dann auch direkt mal alle Sounds anhören. Und wir schauen uns auch alle Gebäude an, die ihr eben hier aufgebaut gesehen habt. Die schauen wir uns an. Die haben wir aufgebaut. Es ist eine kleine Harry Potter Szenerie entstanden. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns dann am Ende des Videos nochmal wieder. Thank you.
Das war sie also, unsere Reise ins Harry Potter-Land. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch die ein oder andere Info geben, die ihr vielleicht noch nicht hattet, und den ein oder anderen Leckerbissen, wo ihr euch jetzt vielleicht denkt, das möchte ich haben. Kein Problem, alle Produkte, die ihr hier im Video gesehen habt, sind bei uns im Online-Shop erhältlich. Ganz einfach oben als Suchbegriff Harry Potter eingeben und dann habt ihr alle Produkte in der Übersicht und könnt euch die nach Hause liefern lassen. Wir sind am Ende, wie gesagt, des Videos angekommen, und solltet ihr jetzt noch Fragen haben, gerne eine Mail an uns oder die Kommentarfunktion hier auf YouTube nutzen, und wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.